Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute wieder einer Bücherwoche und faszinierend, es ist tatsächlich schon die 42. Woche. Das bedeutet, wir haben ja nur noch 10 bzw. jetzt nur noch 9 Wochen bis Weihnachten oder bis Jahresende und es ist ein bisschen verrückt. Aber gut, es ist draußen der Herbst angekommen, die Woche war relativ düster, doch das Wochenende war dann richtig schön und sonnig und das habe ich sehr, sehr genutzt und ja, ich passe mich farbig so ein bisschen dem Herbst an. Ich kann mich also im Laub verstecken oder hinter einem Kürbis, je nachdem, was irgendwie ja vielleicht größer ist, um sich zu verstecken. Insofern, jetzt könnte man sich fragen, vor was verstecke ich mich? Nicht vor den 3 Büchern der Woche. Ich habe 3 Bücher gelesen, tatsächlich auch eins gehört, also 2 gelesen, eins gehört. Und davon sind zumindest 2 absolute Highlights und eins eher ein Flop, was aber vielleicht gar nicht am Buch lag, sondern an einer Info, die ich nicht hatte. Aber dazu dann mehr. Und ich habe den Joker im Kino gesehen. Und ja, da werde ich auch noch 2, 3 Sachen dazu erzählen. Ihr findet die Bücher wie immer unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ja, ich denke, wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten Highlight der Woche an, das mich total geflasht hat. Es ist Die Zeuginnen von Margaret Atwood, der 2. Teil zu Der Report der Magd. Und ich habe das ja als E-Book vom Verlag bekommen und dann noch ein richtig cooles Buchpaket, was ich euch, glaube ich, auch bei den Neuzugängen gezeigt habe oder auf einer Story, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und ja, das sieht optisch auch wirklich mega aus und es war auch vom Inhalt wirklich mega. Dann leider so der Flop der Woche, das ist Die Hüterin der Lieder von Ilka Tamke. Das habe ich abgebrochen nach knapp 80 bis 90 Seiten, ist bei dem E-Book ja immer so ein bisschen schwierig zu schätzen. Was aber, glaube ich, gar nicht eigentlich an dem Buch lag, sondern ja, an der Info, die mir dazu fehlte, dazu dann mehr. Und ja, ich glaube tatsächlich das Hörhighlight des Monats und ich glaube, dazu werde ich euch am Donnerstag dann beim ersten Hörgenuss des Monats Videos ein bisschen mehr erzählen, ist dann Der zweite Schlaf von Robert Harris. Ja, es wurde mal wieder Zeit für einen Harris und Paddy und Thorsten haben so von dem Buch geschwärmt. Ja, ich konnte gar nicht anders, als es mir dann auch als Hörbuch zu holen und zu hören. Ja, und ich denke, wir fangen chronologisch wie immer mit den Büchern an und starten mit Die Zeuginnen von Margaret Atwood. Es ist wie gesagt die Fortsetzung zu Der Report der Magd. Das Buch ist aus dem Jahr 1985, also knapp 34 Jahre später hat Margaret Atwood jetzt sich an eine Fortsetzung gesetzt. Ich vermute mal, dass der Hype um die Serie so ein bisschen was dazu beigetragen hat, beziehungsweise ja, diese Gesellschaftskritik einfach auch in die jetzige Zeit nach wie vor passt. Die Serie ist, glaube ich, mittlerweile eine 3. Staffel da. Ich habe bisher nur die 1. Staffel mir angesehen, weil mir von der 2. Staffel immer mal so ein bisschen abgeraten wird. Nicht, weil die schlecht ist, sondern weil sie zu gut ist und ich, ja, man wahrscheinlich in Stimmung sein muss, um das ja im Grunde über mehrere Folgen so ein bisschen zu ertragen. Ich bin der Meinung, man muss, bevor man die Zeuginnen liest, auch den Report der Magd gelesen haben. Also es ist wirklich eine Fortsetzung. Ich weiß nicht, ob man zurechtkommt, wenn man nur jetzt die Zeuginnen lesen würde. Ja, zur Optik ganz kurz. Ich lege sonst keinen großen Wert auf Optik bei Büchern, nur ab und an so. Ja, 5-mal im Jahr, aber hier finde ich es mega schön. Also wir haben vorne wirklich diese Magd, wie wir sie aus dem ja, ersten Teil kennen und hinten haben wir im Grunde eine junge Frau mit einem Pferdeschwanz und auch innen führt sich das sozusagen fort. Fand ich wirklich mega und eigentlich ist das Buch, wenn man es in die Hand nimmt, dann auch in diesem Quietschgrün. Finde ich total gelungen, passt für mich auch perfekt zu meinem Hardcover, zu Der Report der Magd, der ja schwarz-rot war, finde ich richtig, richtig schön. Ja, ich habe das Buch sowohl im Hardcover gelesen, als wenn ich unterwegs war, dann auch das E-Book genutzt. Hat mir sehr gefallen und ich fand irgendwie, irgendwer hat mal gesagt, es wäre eigentlich eine Idee, wenn man das Buch sich kauft, dass man automatisch dann auch das E-Book hätte. Die Idee finde ich eigentlich mega. Das war nämlich sehr praktisch.
praktisch. Man konnte sich so auf ein Buch konzentrieren und konnte es aber sowohl unterwegs lesen, als eben auch dann zu Hause so mit der Haptik, die ich ja auch sehr gerne habe. Ja, wir sind bei Die Zeuginnen und nein, ich werde jetzt nicht groß spoilern, irgendwas zum Reporter Markt, sondern eher sowas Einheitliches so ein bisschen erzählen. Wir sind hier wieder in Gilead. Das ist ja ein neues Reich, das gegründet wurde in den USA. Und wir erfahren relativ schnell hier drin, dass dieses Reich irgendwie nicht mehr Bestand hat und haben Zeugenaussagen. Drei Zeuginnen sprechen, die wir aus dem ersten Teil schon irgendwie kennen. Also wir wissen, dass es diese Art der Rolle in Gilead gab, aber wir hören hier zum Beispiel keine Magd. Also man könnte das erste Buch tatsächlich so verstehen, dass uns die Magd ihren Zeugenbericht erzählt und hier haben wir eben drei neue Rollen, drei neue Perspektiven. Und das fand ich mega, mega spannend. Wir haben eine Tante, die als Art Lehrerin dient im doch etwas sehr frauenverachtenden Gottesstaat. Wir haben die junge Agnes, die aus gutem Hause ist, die am eigenen Leib erfährt, wie wenig Mädchen eigentlich wert sind, für was sie gut sind und wie man da behandelt wird. Und wir haben Daisy aus Kanada, die eine ganz besondere Rolle spielt, denn ja, sie wird durch die Widerstandsbewegung in Gilead eingeschleust und berichtet von unglaublichen Zuständen, die sehr bedrückend sind und ja gar nicht so fiktional, wie man sich das vorstellen kann. Denn in Gilead haben wir eben eine höchst religiöse, ich würde es jetzt einfach mal Sekte nennen, die eben alle möglichen Taten ja auf ihre Religion, auf ihren Glauben schustert. Frauen kommen da sehr, sehr schwer weg. Es gibt auch das Problem in dem Land bzw. auf unserer Welt, dass es nicht mehr jeder Frau möglich ist, Kinder zu gebären bzw. Frauen eben auch nicht mehr 10 Kinder in die Welt setzen wollen in unserer modernen Zeit, sondern sich eben das Recht herausnehmen, das selbst zu entscheiden. Und ja, die Befürworter des Gottesstaates, die Politiker an der Macht, die ja schränken die Rechte der Frauen unglaublich ein und ja, es gibt eben diese unterschiedlichen Rollen und ja auch unter anderem die Mägde, die dann eben dafür da sind, um ja Kinder der hochrangigen Politiker auszutragen. Und der erste Teil war sehr bedrückend, sehr düster, hat mich vielleicht auch insbesondere, weil man mit diesen Frauen besonders mitleiden kann, weil man eben ja auch das gleiche Geschlecht hat, sich da vielleicht noch angesprochener fühlt. Es hat mich wirklich sehr mitgenommen. Beim Reporter Markt hatte ich 3-4 Momente, wo ich das Buch auch einfach weggelegt habe, auch am liebsten gegen eine Wand geknallt hätte, weil mich diese Ungerechtigkeit so gestört hat. Und wenn man aber darüber nachdenkt, merkt man, dass die Welt gar nicht so weit weg ist. Also es ist nicht so fiktional, wie es den Eindruck macht, gerade wenn man an sehr konservative Religionen auf unserer Welt in der heutigen Zeit denkt, hat man ja oft den Eindruck, dass die irgendwie 500 Jahre in der Zeit zurückgegangen sind, wo Frauen sich hinter einem Schleier verstecken müssen, weil sie ja daran schuld sind, wenn sich Männer daran irgendwie berauschen und ja, was eben auch Frauen passiert, wenn sie eigentlich immer an allem Schuld haben und ja, also es ist sehr nah an so mancher Religion, die man aus der heutigen Zeit auch kennt und die Zeuginnen greift diese Geschichte wieder auf. Wir sind in der gleichen Welt, wir erleben diese gleiche bedrückende Zeit und es war für mich ein absoluter Page-Turner. Es hat mich total gefesselt, es hat mich mitgerissen, sowohl sprachlich wie der Spannungsbogen, wie die drei Erzählstränge. Es war immer gefühlt eine richtige Menge an Infos pro Perspektive. Es ist für mich nicht ganz so düster und auch nicht ganz so bedrückend wie Teil 1, was ich aber durchaus sehr positiv finde. Das fand ich wirklich gut, denn man musste es so auch einfach gar nicht weglegen, sondern man konnte es wirklich wegsuchten, man konnte es inhalieren, man konnte es weglesen. Es war großartig geschrieben. Also Margaret Atwood weiß, mit welchen Themen sie einen einfängt, mit welchen Themen sie einen catcht, wie sie einen so von Seite zu Seite bringt, von Kapitel zu Kapitel und von Perspektive zu Perspektive und wie spannend sie das wirklich macht. Total spannungsgeladen ist dieses Buch und wir haben hier drei Frauen, ganz unterschiedliche Stände, ganz unterschiedliches Alter, denen ist etwas ganz Unterschiedliches passiert. Wir erfahren, wie es mit dem Reich angefangen hat, wie Frauen im Grunde auch in diese Position gekommen sind. Wir erfahren, was jungen Mädchen passiert, was von außen die Welt im Grunde über Gilead denkt und ich
Die Frau kann für mich einfach schreiben. Ich habe schon einige Bücher von ihr gelesen nach der Reportermarkt, aber das hier ist wirklich großartig. Was mir ein bisschen fehlt, ist tatsächlich ihr subtiler Humor. Nein, den hatten wir im Reportermarkt nicht, aber in vielen ihrer anderen Bücher. Aber das hätte hier vielleicht tatsächlich auch gar nicht so gepasst. Das Buch ist einfach eine Gesellschaftskritik, die eben gar nicht so fiktional ist, sondern eben auch aufrüttelt, was in manchen Ländern auf unserer Welt, auch in der heutigen Zeit, was da vor sich geht, wie man das im Grunde auf die Spitze bringen kann, beziehungsweise bringen sich ja manche Religionen selbst an Absurdum, und das zeigt uns Margaret Atwood hier. Es ist wirklich grandios, es sollte jeder irgendwie lesen, es sollte jeder den Reporter Mark lesen, und ich werde wohl definitiv mit der zweiten Staffel der Serie weitermachen, weil ich die jetzt auch unbedingt einfach sehen muss. Ich bin mega, mega, also ja, gehypt auf dieses Buch. Ich war sehr kritisch zu Beginn, weil ich dachte, ja, was könnte Margaret Atwood jetzt noch aus dieser Geschichte machen? Macht sie das nur wegen des Hypes wegen? Aber ich finde, das Buch hat eine absolute Berechtigung und jeder sollte es gelesen haben. Wirklich ein absolutes Highlight. Wird auch zu meinen Jahreshighlights in diesem Jahr gehören, und ihr werdet das nicht zum letzten Mal hier in der Kamera sehen. Und ich fand es wirklich großartig und auch optisch ein absoluter Genuss. Also ja, absolute Empfehlung. Hat mir unglaublich gut gefallen. Die Hüterin der Lieder von Ilka Tamke war dann leider irgendwie ein Flop. Buch, was ich direkt danach gelesen habe. Ich habe es nach circa 80 Seiten abgebrochen. Denn mir fehlte eine Info. Es ist wohl ein zweiter Teil. Es ging aus dem Klappentext für mich überhaupt nicht hervor, auch nicht aus irgendwelchen Verlagsinfos. Das erste Buch ist wohl das Lied der Kendra, beziehungsweise Skin, das Lied der Kendra, also einmal mit Skin vorne dran, einmal ohne. Und irgendwie habe ich das nicht in irgendeinen Zusammenhang gebracht. Mir hatte das eine Zuschauerin, ich glaube, bei den Neuerscheinungen oder bei der Vorschau irgendwie schon drunter geschrieben. Und ich dachte noch, Mensch, ich finde irgendwie nichts dazu. Und als ich aber dann irgendwie merkte in dem Buch, mir fehlt da irgendwas, habe ich nochmal mehr recherchiert. Und habe dann das eben herausgefunden, dass das ein zweiter Band ist. Mir hat einfach die Idee sehr gut gefallen, dass wir hier 47 nach Christus sind. Das Buch beginnt mit einem Rückblick, wo ich schon dachte, okay, vielleicht helfen dir diese Infos, um im Grunde auch das Buch dann zu verstehen. Wir sind ein Jahr nach den Ereignissen des ersten Teiles und wir treffen eben auf Kendra, die im südöstlichen Britannien wohnt, was von Rom besetzt ist, und sie hält sich von Anfang an in der Geschichte versteckt, denn sie ist eben eine Kendra, sie ist eine Gereiste, die zwischen den Welten wandern kann, und daher eben auch so die Hüterin der Lieder, beziehungsweise der erste Teil, das Lied der Kendra. Also es hängt wohl schon irgendwie mit den Liedern auch zusammen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin überhaupt nicht reingekommen. Mir hat der Rückblick ein bisschen so gefühlt was geholfen, und dann lese ich und ich denke, ich verstehe überhaupt nicht, um was es hier eigentlich geht. Und ich habe das Buch dann weggepackt und habe eben erstmal recherchiert, dachte dann, naja, vielleicht kommst du doch noch irgendwie rein, weil sprachlich fand ich es tatsächlich ganz okay, aber ich war einfach total verwirrt. Und ich glaube einfach, dass ich das Buch dem einfach nur gerecht werde, wenn ich es jetzt einfach zur Seite lege, erstmal abbreche und mir, wenn, dann auch tatsächlich den ersten Band erstmal hole und dann mit dem Buch weitermache. Finde ich sehr schade, dass es nicht immer mal so klar hervorgeht, wenn was ein zweiter Teil ist. Gerade wenn ein Buch halt viele Jahre später dann irgendwie herauskommt. Das ist immer so ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie, sonst sieht man ja sehr oft schon im Titel Band 4, Band 5, Band 1, Band 2, keine Ahnung. Es wird auch oft eins von vier oder irgendwie gekennzeichnet. Das fand ich hier wirklich sehr schade, dass das so gar nicht hervorgegangen ist. Deswegen möchte ich gar nicht irgendwie extrem über das Buch meckern oder begründen, warum ich abgebrochen habe, weil das Buch, glaube ich, tatsächlich gar nichts dafür kann, sondern einfach nur die Info, die mir fehlte, weil ja der Verlag oder wer auch immer da nicht der Meinung war, diese Info geben zu müssen. Und dann passiert halt sowas. Und das letzte Buch der Woche war dann das Hörbuch der Woche. Es war Der zweite Schlaf von Robert Harris. Ich hatte ja bereits ein Highlight-Buch von Harris, das war Konklave, und habe ja auch ein Buch, das ich von ihm gelesen habe, auch abgebrochen. Ich habe auch Pompeji schon
vor ein oder zwei Jahren dann gelesen und ich habe auch Enigma von ihm gelesen, das ist aber schon viel länger her. Aber in diesem Jahr ist es jetzt, glaube ich, mein dritter Harris, den ich gelesen habe. Und ja, Paddy und Thorsten haben geschwärmt und so habe ich dann zum Hörbuch gegriffen. Und zwar wird das von Tod von Frank Arnold, der mir jetzt so vom Namen nichts sagte, auch keine bekannte Stimme für mich irgendwie war, der, das kann ich schon mal sagen, es stimmlich aber sehr gut gemacht hat. Ich möchte tatsächlich jetzt gar nicht so viel über dieses Buch sprechen, denn ich möchte am Donnerstag im Hörgenuss des Monats über dieses Buch sprechen, denn es ist mein Hörgenuss des Monats. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ein paar Mädels haben sich Hörbücher auf die Stirn geschrieben und sagen, Mensch, wir wollen Hörbücher ein bisschen bekannter machen, ein bisschen davon schwärmen, weil es eben doch eine ganz andere Form des Lesens ist. Und ja, jetzt kann wieder einer sagen, hören ist ja auch nicht lesen, aber es ist natürlich schon einfach etwas anderes, eine Geschichte vorgelesen zu bekommen und die in dieser Art zu genießen. Und so haben wir den Hörgenuss des Monats ausgerufen und haben dazu auch schon einen Hangout gemacht. Den packe ich euch auch mal unten in die Infobox. Und immer am letzten Donnerstag im Monat gibt es dann ein Video zum aktuellen Hörgenuss des Monats von uns. Das kann ein Hörbuch sein, ein Hörspiel sein, vielleicht auch ein Podcast, es kann ein neueres Buch sein, ein Klassiker, ein älteres Buch, ein Kinderbuch, was auch immer. Wir sind da vollkommen frei und das Video kommt dann, wie gesagt, immer am letzten Donnerstag im Monat. Das heißt, jetzt kommenden Donnerstag am 31. Oktober habt ihr da nachmittags unsere Videos in der Abo-Box und da werde ich dann auch über den zweiten Schlaf sprechen. Natürlich möchte ich jetzt hier so kurz anreißen und euch vielleicht dann so ein bisschen heiß machen auf das Video am Donnerstag. Wir sind hier gefühlt eigentlich im Mittelalter beim zweiten Schlaf und der zweite Schlaf hat auch eine besondere Bedeutung, denn früher hat man zweimal geschlafen. Einmal ist man vor 12 Uhr nachts zu Bett gegangen, ist gegen 2 Uhr nochmal aufgewacht, hat vielleicht auch nochmal eine Runde gedreht, hat nochmal was getrunken, gegessen und hat sich dann in den zweiten Schlaf gelegt. Und so ein bisschen ähnlich kann man sich diese Geschichte beschreibtechnisch bildhaft vorstellen, denn wir sind eigentlich im Mittelalter, beziehungsweise haben das Gefühl, in diesem zu sein und wir erleben das England der damaligen Zeit. Die Kirche steht hoch im Kurs und ein Pfarrer kommt unter mysteriösen Umständen ums Leben. Wir haben dann einen jungen Priester, Fairfax, der in das kleine Städtchen geschickt wird und der soll die Beerdigung vornehmen und sehen, was es auch so ein bisschen mit dem Tod auf sich hat. Und recht schnell stellt er fest, dass der Pfarrer einiges zu verbergen hatte, denn er sammelte verbotene Geräte und Relikte aus einer vergangenen Zeit. Und unter anderem findet er dort ein Telekommunikationsgerät, das schwarz ist mit einer Glasfläche vorne und hinten hat es einen abgebissenen Apfel. Und da spätestens fängt man als Leser an zu denken, what? Wo sind wir? Was ist hier passiert? Warum der Pfarrer sterben musste und was eigentlich passiert ist, dass wir in der Welt vielleicht irgendwie so weit zurückgeworfen wurde, das erzählt uns Robert Harris im zweiten Schlaf. Denn wir erfahren doch recht schnell, dass es unsere Zeit eigentlich schon gab, wir eigentlich in der Zukunft sind und jetzt stellt sich die Frage, was ist denn mit unserer Zivilisation eigentlich passiert und was ist mit dem Pfarrer passiert? Der Schreibstil von Robert Harris war sehr lebendig, sehr detailreich und sehr spannend. Und so ist das Buch für mich tatsächlich auch in einem Rutsch gefühlt durchgelesen worden. Immer wieder hatte er so eine Art, ja nicht direkt Cliffhanger, aber so einen Moment, wo man dann dachte, oh, jetzt muss ich doch noch weiterhören. Eine halbe Stunde geht noch und noch ein bisschen. Und dann habe ich es am Wochenende wirklich auch dann komplett gar weggesuchtet und war wirklich total gebannt in der Sprache und hatte hier wirklich meinen Hörgenuss des Monats. Und ja, wie es mir weitergefallen hat, was mir besonders gefallen hat. Ich möchte, wie gesagt, gar nicht so viel verraten, denn ich möchte euch natürlich ein bisschen auf das Video am Donnerstag hinfiebern lassen und kann nur so sagen, es war großartig mit ein, zwei kleinen Schwachpunkten und über die sprechen wir dann einfach am Donnerstag. Dann war ich in der letzten Woche auch im Joker. Auch dazu habe ich schon ein Video gedreht, das am Dienstag online gegangen ist. Und es bewegt mich noch immer. Also es hat mich sehr mitgerissen, es hat mich tief bedrückt, es hat mich verstört zurückgelassen und noch heute geistert Joaquin Phoenix als Joker in meinem Kopf und in meinen Träumen rum. Also es hat mich ganz schön bewegt und auch das Video ist um einiges emotionaler geworden, als ich es
gedacht hatte, als ich es vorhatte. Und beim Schnitt dachte ich, mein Gott, Steffi, du bist aber hier ganz schön... Ja, also man merkt schon, dass ich das ja direkt einen Tag später gedreht habe, dass es mich echt noch sehr da ergriffen hat. Und auch heute, ich denke noch sehr oft daran, auch habe ich mit einigen Freunden darüber gesprochen, ja, sowohl sehr kritische Stimmen, denen es nicht gefallen hat, als auch begeisterte Stimmen wie ich selbst. Und ja, guckt euch mein emotionales Video, also es fließen keine Tränen, keine Sorge, aber ja, so ein bisschen was in meinen Gedanken, in meiner Gefühlswelt vorging, habe ich da schon ganz schön tief daraus erzählt. Das könnt ihr euch auch mal ansehen. Ich packe euch das Video auch unten in die Infobox. Ja, und allzu viel mehr gibt es, glaube ich, von dieser Bücherwoche auch gar nicht zu erzählen. Ja, lesetechnisch eigentlich sehr gelungen. Ich glaube tatsächlich auch, dass mir die Hüterin der Lieder gefallen hätte, wenn ich einfach den ersten Band gekannt hätte. Aber gut, man kann manchmal nicht zu viel verlangen. Ja, ansonsten kommt jetzt in dieser Woche am Donnerstag der Hörgenuss des Monats. Und dann habe ich auch Urlaub in dieser Woche, worauf ich mich auch sehr freue. Ich fahre nicht groß weg, aber ich genieße einfach mal mein Zuhause und ja, freue mich da auch einfach mal dran und habe das ein oder andere Schöne auf jeden Fall vor. Und ja, mal sehen, was es dann so lesetechnisch gibt. Danke euch auf jeden Fall jetzt fürs Zusehen. Ich glaube, ich habe jetzt genug gequasselt. Es steht auch nicht viel mehr auf meinem Notizzettel. Von daher ist das alles schick. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.